Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir drei Themen und zwar Content und Streaming, Oster-Special für euch und ein bisschen was aus dem Forum, wo ich ein bisschen was erzählen will, ein bisschen drauf eingehen will. Fangen wir an, Content und Streams. Da haben mich Leute einfach mal gefragt, wie sieht es mit dem Trikaros-Projekt aus? Ich bringe ja Videos, zwar nicht in der Masse, wie ihr von mir gewohnt seid, aber Trikaros ist da eigentlich gar nicht mehr zu sehen. Es sind PvP-Videos zu sehen, es sind Sachen wie jetzt die Elementar-Map, wo ich gezeigt habe, wo ich aber noch nicht fertig bin, da auch noch so manche Gerüchteküche über einen Elementar-Boss auf dem Plateau und so herrschen. Und das Bonieren vom Set-Bonus möchte ich halt auch mal noch ein extra Video machen, was ich davon halte oder was da noch für Fragen offen sind. Und Trikaros kommt da nicht. Ich bin halt zurzeit ein bisschen am struggeln, was ich mit Trikaros weitermacht. Die Eichi-Preise sind relativ runtergegangen und 70er Metins kostet halt auch viel Zeit. Dann gibt es noch die Hexe, was ich mir als Ziel gesteckt habe, dass man die mit Trika mal killen. Aber kostet halt auch sehr viel Equipment und man braucht schon eine gute Eiche, dass man die Hexe dann halt dennoch packt. Genau, deswegen, das sind so ein bisschen die Themen, es kostet Zeit, klar, zur Zeit ist Krise, die Leute sind so gut wie alle sind fast zu Hause, ich bin immer noch arbeiten, weil ich halt Logistikgeräte letztendlich betreue und daher bin ich halt immer noch arbeiten. Und deswegen kann ich jetzt keine 1000 Videos machen, auch wenn sich viele wünschen würden. Genau, also Trika wird es weiterhin geben, in den Streams eben halt nicht. Ich kombiniere das jetzt gleich mit dem Thema Streaming, weil Streams habe ich jetzt seit Anfang Jahr, habe ich echt keinen mehr gemacht. Das ist schon fast 4 Monate her. Und es liegt halt auch ein bisschen damit zusammen. Ich habe mehr Zeit für mich, ich habe mehr Zeit für die Videos auch. Und was halt wirklich auch ist, Trikaros ist einfach nicht streambar. Ich habe mir auch schon überlegt, wenn es Ostermeetings gibt, was noch nicht sicher ist, hört man von vielen Seiten aus, dass vielleicht ein anderes Event kommt. Habe ich mir halt überlegt, ob ich auch mit einem 35er mal wieder das Kantenprinzip mache, weil das hat mir jedes Jahr Spaß gemacht. Ich habe jedes Jahr zu dem Zeitpunkt frei und habe dann mit der Community zusammen gestreamt und das war lustig. Ja, aber ich werde so gut wie jeden Stream jetzt mittlerweile genervt von Leuten, die einfach keinen Spaß zulassen und die mich halt nerven wollen. Weil es halt Low-Level-Chars sind und da kann ich halt nicht viel machen. Klar kann ich mit dem Main umklatschen, aber dann gibt es trotzdem keinen Content, der gut ist. So. Ich habe mich ja mal mit der Gameforce so ein bisschen zusammengesetzt und die haben ja auch so ein paar Konzepte, wie man so gegen Stream-Sniping vorgehen will oder vorgehen kann. Und das war aber halt letztes Jahr im November und ich habe bis dahin habe ich nichts mehr zu dem Thema gehört. Ich habe auch einige Sachen, aber dazu gehe ich jetzt mal hier nicht ein, habe ich auch geschrieben und wurde halt so teils ignoriert oder es kamen keine wirklichen Informationen zurück. Also so wie halt ich schon erlebt habe bei meiner Bewerbung in dem Sinn zum Gameforge Partner und daher habe ich auch gerade gar keine Lust zu streamen, weil macht keinen Sinn, wenn man mich da auch nicht unterstützt oder auch die anderen Themen auch einfach nicht angeht, die man geschrieben hat. Ja, das zum Thema Streaming, deswegen kommt da jetzt eigentlich gar nichts mehr. PvP läuft, kann ich nichts dazu sagen. Es sind einige neue Equip-Teile dazugekommen und die werde ich euch noch separat mal zeigen, was ich da gemacht habe, weil ich habe auch Sachen hergestellt, ein Gürtel habe ich auch hergestellt und bin aber zurzeit eher mehr dran, meine Charmy und mein Ninja jetzt zu meinen Zweitmains zu machen. Nämlich, ich habe das Ziel, Hydra und Melee Solo zu machen. Den Erweckungs-Jotum habe ich letztens fast Solo geschafft. Das wäre auch noch so ein Ziel, das ich mir stecke, aber dazu brauche ich meine Charmy auf 110, dann wird das kein Problem mehr sein. Solo ist immer eine nette Sache, aber ja, macht halt weniger Spaß. Vielen macht es wohl hauptsächlich Spaß, das alles alleine zu machen, aber für mich ist eigentlich eher so, ich möchte ein Prestige-Ziel haben und das war's dann aber auch. Ist nett, wenn man es mal alleine farmen kann, wenn niemand da ist, aber ja, ist nicht meine Hauptintention dahinter.
Dann haben wir als Gilde den 27er Run gepackt. Der ist viel, viel einfacher als der 24er und hat auch Spaß gemacht, aber man braucht dennoch guten Damage und muss halt viel aushalten. Und natürlich, was ich schon anfangs erwähnt habe, der Set-Bonus, da möchte ich halt noch ein paar so Dinge rausfinden, kann man die Bonis halt irgendwann auch mal wieder entfernen vom Equip-Teil, sodass man erst die schlechten, dann die guten nehmen kann. Aber dazu gibt es halt noch nichts und daher bin ich da auch noch nicht wirklich dran. Osterspecial mit Abaco will ich halt planen, eine Woche lang, ähnlich wie an Weihnachten, dass ihr ihn suchen müsst in der Videofrequenz. Und da wird aber diesmal für eine Stunde an einem bestimmten Zeitpunkt, den ich in dem Video nennen werde, wird ein Spieler stehen, der jedem, der quasi so an dem Punkt vorbeiläuft, mal eine Säge gibt oder halt auch was Größeres. Natürlich nicht jedem Level 1, weil da werden die Leute dann massenhaft Accounts generieren und so weiter. Ich werde mir da schon noch was einfallen lassen, wie genau ich das dann mache. Aber es wird dann jeden Tag eine Stelle sein für eine Stunde und da kann man dann abholen, solange bis nichts mehr da ist. So haben wir das ein bisschen gedacht. Dann kommen wir noch zu dem Punkt, zu einer allgemeinen Diskussion im Forum. Da geht es mehr um Fusionierung von Servern und Clustering. Login-Probleme gibt es zurzeit, weil so viele zu Hause sind. Aber früher hat man ja auch so viele Spieler gehabt. Das waren 26 Server, muss man ja auch so sehen, die fast voll besetzt waren. Und heute hat man nur noch zwei deutsche Server, zumindest, die nur teilweise voll besetzt sind. Und da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Das war so eine Diskussion im Forum über die Login-Probleme. Und die Fusion an sich beraten sich viele, wird sich der Markt ändern. Das ist auch noch so ein Thema, da ja jetzt viele Leute dann jetzt auf international Server wechseln, vielleicht Equip kaufen oder Young irgendwo hinkommt, Alchemie irgendwo hinkommt. Das wird alles noch aktuell diskutiert, wie sich der Markt ändert nach der ersten Aktion des Weltenbummler-Tickets, die ja jetzt immer noch offen ist, weil ja Wartungsarbeiten sind, immer noch zum diesen Zeitpunkt sogar des Videos. Dann das nächste Thema ist die Melee-Punkte. Und zwar hat man es ja geändert, dass man nur noch die Hälfte kriegt, wenn man einen Melee-Run erfolgreich abschließt. Dann hat man unsere Gilde im Forum angeprangert, was natürlich nicht rechtens ist. Man darf niemanden im Forum anprangern, das ist auch einfach, gehört nicht dahin. Und ja, da möchte ich halt sagen, als aktive Gilde hast du aktuell überhaupt gar keine andere Möglichkeit, als deine Gilde mit Farmer-Gilden zu pushen, um Punkte zu kriegen, dass man überhaupt schon noch machen kann. Weil es ist halt auch so, Metin 2 ist schon lange nicht mehr das Spiel, das einfach populär in Deutschland ist. Und somit sind halt auch wenig Gilden. Das PvP-System ist eh komplett am Punkt, 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 kann man sagen. Weil es einfach auch nie wieder so werden wird wie vor 8 Jahren. Und daher trauen sich die Leute auch nicht zu Gildenkämpfen, weil man könnte ja Punkte verlieren. Und in unserem Fall, wir haben mittlerweile auch gute PvP-Leute und bei unserem Server wüsste ich jetzt aktuell nur High Voltage, die wirklich einen Gildenkampf gegen uns machen würden. Und eine andere Gilde kenne ich nicht, die das machen würde, weil man könnte halt Punkte verlieren. Daher gibt es auch gar keine Gilde, die wirklich einen Gildenkampf gegen uns macht und es bleibt schlichtweg nichts anderes übrig, als diese Fake-GKs zu machen. Da wird diskutiert im Forum, ich finde, es sollte einfach alles wieder auf den Nullpunkt, so wie es war. Dann haben die Leute, weil das eigentliche Problem sind die Leute, die den Run solo machen, die generieren das viele Won, was auch im Forum ganz klar drin steht. Aber selbst denen gönne ich das Ganze, indem man einfach sagt, macht's wieder so, wie es war. Die Punkte kriegt man wieder komplett zurück. Dann haben die Leute mit ihren Gilden sind zufrieden. Die Leute, die den Run solo machen, sind zufrieden. Und damit ist das Thema geschlossen. Das wäre auch nicht wirklich ein Aufwand. Das sind 5 Minuten Arbeit in dem Skript, die Zahl wieder zu ändern oder den Code zu entfernen. Und dann ist das Thema vorbei. Aber leider dauert es wohl wieder Ewigkeiten. Und damit macht man halt einfach leider aktuell die Gilden kaputt, weil es ein Content weniger gibt oder man halt farmen muss. Das ist möglich, aber nicht jede Gilde möchte das halt machen. Dann die Botter zurzeit zerstören natürlich den Alchemiepreis
was sehr viele sagen. Ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber man merkt es schon, wenn Rubin plötzlich nur noch 4,5 bis 5 Won drin ist, der davor mal bei 6, 7 bis 7 Won war. Und das ist die Frage, ob sich da die Gameforge irgendwas überlegt oder Websen, dass es wieder ein bisschen besser wird. Aber das steht halt alles in den Sternen geschrieben und wir wissen ja selber, Thema Botter-Problematik spricht man schon seit 13 Jahren und es passiert halt einfach nichts. Ich bin nur gespannt, wie sich das noch ein bis zwei Monate hinzieht, wenn die wirklich immer mehr und mehr und mehr Eichi farmen, dann kann man damit bald kein Geld mehr machen und dann, klar, das wird den ganzen Markt ein bisschen verändern, weil die Preise bei anderen Bereichen auch billiger werden und aber bei zum Beispiel Flammen, zum Beispiel, die werden wahrscheinlich dann teurer werden. Aber das ist halt nur ein Thema, das möchte ich ansprechen, über das wird im Forum diskutiert und das sollte man halt auch ernst nehmen, weil die Bots wirklich alles kaputt machen, was in dem Spiel eigentlich überhaupt so einen Wert hat. Und wenn man da halt nichts macht, dann fällt halt wieder eine Sache weg, die sehr viele Spieler gefeiert haben und wofür man viel arbeiten muss dafür und auch die Steine an sich werden dann weniger wert. Die Spieler, die schon ihren Stein haben, die fühlen sich somit auch ein bisschen verarscht und so ist es halt. Dann wurde noch angekündigt der Changelog 20.1. Da gab es Änderungen, das wurde so, bisher war es immer so, wenn man einen Handelsvorgang gemacht hat, dann konnte man nicht direkt danach den nächsten machen und da wurde jetzt ein Warnhinweis hinzugefügt. Dann der Gildenrun ist jetzt ab 70, weil die Leute mit ihren Einzelchars die Punkte, die Tapferkeitsmedaillen immer geholt haben. Das ist dann somit auch vorbei. Und so diverse Aktionen bei einem Charaktertod wurden oder sind jetzt nicht mehr möglich. Was das war, keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Die Namen, die plötzlich verschwunden sind, das wurde jetzt wohl gefixt. Das ist sehr gut. Und dann kommen wir noch zum letzten Thema. Ostern gibt es einen neuen Server, beziehungsweise drei für je Cluster einen und auf dem Server ist so ein Event-Server wieder, wie ähnlich Zimt. Man muss questen und bestimmte Quests geben einen Punkt. Am Ende der Woche, also am Montag um 9 Uhr, wird das Ranking eingefroren und die drei besten Spieler kriegen eine Belohnung. Wahrscheinlich für einen eigenen Server dann. Auf dem Server sind Jungheldenwaffen und Lehrlingstruhen nicht verfügbar und Zugriff aufs Itemshop-Depot wird es vorerst auch nicht geben. Die Klassentruhen werden in den ersten 4 Wochen auch nicht im Itemshop angeboten, wo man jetzt Konzis, Exos und das ganze Zeugs bekommen konnte. Die gibt es dann nicht. Ist natürlich fraglich, ob das jetzt wieder so ein toller Server ist. Ab 27.03. 10 Uhr fängt es an und es gibt höhere XP und Drop-Rates. Was zum Thema Wartungsarbeit, da gibt es jetzt zurzeit den Client-Fehler, dass man irgendwie, wenn man den Client einmal geschlossen hat und wieder öffnet, dann kommt nur noch installieren und ja, die Wartungsarbeiten sind zwar abgeschlossen jetzt, aber es gibt dann jetzt wohl ein Client-Problem. Dann wurde wegen der langen Wartungsarbeiten ein Bonus noch gegeben, der leider nur bis 14 Uhr geht morgen. Ja, es ist, weiß manchmal nicht, wie die Leute denken, vielleicht wird da auch noch ein bisschen verlängert, aber ja, es sind sehr viele Medienspieler zurzeit wieder mit sehr vielen Themen unzufrieden und ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ihr könnt euch freuen auf jeden Fall auf neue Videos und Videos wieder mit Content und kein Gerede wie jetzt. Das wird kommen und da wird Trikaros auch wieder dabei sein. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja doch noch Streams, wir werden es sehen. Dann danke euch fürs Zuhören, wie immer, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!